Die Bibel ist sehr eindeutig, wie man in den Himmel kommt. Es hängt nicht davon ab, wie gut du bist. Denn die Bibel sagt in Römer 3, Vers 10, wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Das heißt, ich bin nicht gerecht, du bist nicht gerecht. Man könnte auch sagen, niemand ist perfekt. Aber nicht nur das, sondern die Bibel sagt in Römer 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Das heißt, jeder Mensch ist ein Sünder, ich bin ein Sünder, du bist ein Sünder. Jeder Mensch hat schon mal das Gesetz Gottes gebrochen. Sünde hat aber auch eine Konsequenz, denn in Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das heißt, wenn ich auf Arbeit gehe, verdiene ich mir Geld, das ist mein Lohn. Als Sünder habe ich mir was verdient? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich habe mir den Tod verdient. Aber es geht hier nicht nur um einen Tod auf der Erde, sondern die Bibel spricht tatsächlich von einem zweiten Tod. Denn in der Offenbarung 20, Vers 14 steht, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod. Und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Also der zweite Tod ist der Feuersee. Ist das Himmel oder Hölle? Das ist natürlich die Hölle. Aber wer kommt alles in die Hölle? Sind das nicht nur die ganz schlimmen Sünder? Nun in Offenbarung 21, Vers 8 steht, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner. Ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Also da steht, dass auch alle Lügner in die Hölle kommen. Jeder Mensch ist ein Lügner. Ich habe schon mal gelogen, du hast schon mal gelogen. Jeder Mensch hat die Hölle verdient. Aber Gott will nicht, dass wir zur Hölle fahren, denn Gott liebt uns. Die Bibel sagt, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Die gute Nachricht ist, dass Gott ein Geschenk für dich hat und dieses Geschenk ist ewiges Leben. Denn in Römer 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe, also das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also Gott hat ein Geschenk für dich und das ist ewiges Leben in Christus Jesus. Mit dem Geschenk ist es so, es ist kostenlos für dich. Du kannst dafür nichts bezahlen. Und das steht auch in Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also angenommen, ich schenke dir zum Geburtstag eine Bibel und sage dann, jetzt will ich einen Euro dafür haben. Dann ist es kein Geschenk mehr. Oder wenn ich sage, jetzt will ich, dass du mein Auto dafür wäschst, dann ist es auch kein Geschenk mehr. Und so ist es mit dem ewigen Leben. Die Bibel sagt, dass es Gottes Gabe ist, es ist nicht aus Werken. Die Bibel sagt, dass es Gottes Geschenk ist, das ewige Leben. Wenn Jesus dir ewiges Leben schenkt und dann sagt, jetzt will ich aber, dass du dafür gute Werke tust, jetzt will ich dafür, dass du zur Kirche gehst, dich taufen lässt und so weiter, dann ist es kein Geschenk mehr, dann hätte Gott gelogen. Aber jemand muss für das Geschenk bezahlt haben. Ich habe im Laden für die Bibel bezahlt, damit ich sie dir schenken kann. Wer hat für das ewige Leben bezahlt? Die Bibel sagt in Römer 5, Vers 8, Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also Jesus Christus ist nicht für dich gestorben, weil du so ein toller Mensch bist, sondern weil du ein Sünder bist, um dich vor der Hölle zu retten. Also Jesus hat für das ewige Leben bezahlt. Er hat für das Geschenk bezahlt. Der bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16, sagt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Jesus Christus ist Gottes Sohn und Gott selbst. Er kam hier als Mensch auf die Erde und hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat die Wahrheit verkündigt, er hat das Evangelium verkündigt, er hat Menschen geheilt, sie wieder sehend gemacht. Aber Menschen werden verfolgt, Menschen werden gehasst, wenn sie die Wahrheit sagen. Und so war es auch mit Jesus Christus. Er wurde ans Kreuz genagelt, aber nicht für etwas, was er begangen hätte, sondern die Bibel sagt, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, also auf dem Kreuz. Damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Also als Jesus Christus da an dem Kreuz hing, da war es so, als hätte er alle deine Sünden begangen. Als hätte er die Sünden der ganzen Welt begangen. Jesus wurde am Kreuz für die Schuld der ganzen Welt bestraft. Das heißt, Jesus Christus hat am Kreuz für deine Schuld bezahlt, damit du in den Himmel kommen kannst, um dir ewiges Leben zu schenken. Und er war 3 Tage und 3 Nächte lang in der Hölle und hat auch die Hölle erlitten für dich, damit du nicht in die Hölle kommen musst. Am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten und einige haben gezweifelt daran. Aber er hat ihnen die Male in seinen Händen gezeigt, die Male an seiner Seite, wo der Speer reingestochen wurde. Und er hat was gegessen, um zu zeigen, dass er tatsächlich leibhaftig wieder auferstanden ist. Denn Jesus ist Gott. Gott kann nicht tot bleiben. Ja? Und dadurch, dass Jesus auferstanden ist, kann er jedem ewiges Leben schenken, der an ihn glaubt. Wie gesagt, in Johannes 3, Vers 16 steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also nicht jeder, der zur Kirche geht,
Nicht jeder, der ein gutes Leben lebt, nicht jeder, der sich von seinen Sünden abkehrt, nicht jeder, der sich taufen lässt, sondern jeder, der an ihn glaubt, bekommt ewiges Leben. Das ist es auch, was in der Apostelgeschichte 16, Vers 30 steht. Da gibt es eine sehr wichtige Frage. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Also was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Sie aber sprachen, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Siehst du, es hängt nicht davon ab, wie gut du bist, denn du bist sowieso ein Sünder, jeder Mensch ist ein Sünder. Das ewige Leben ist ein Geschenk und du musst an Jesus Christus glauben, sagt die Bibel, um es zu bekommen. Glauben bedeutet, du musst auf Jesus Christus vertrauen, dass er für dich gestorben und auferstanden ist. Nicht auf deine eigenen guten Werke, sondern auf das, was Jesus für dich getan hat. Wenn ein Fallschirmspringer aus dem Flugzeug springt, dann muss er an den Fallschirm glauben, um zu überleben. Er muss auf ihn vertrauen, auf diesen Fallschirm. Das ist seine einzige Chance. Genauso musst du auf Jesus Christus vertrauen, um in den Himmel zu kommen. Nicht auf dich selbst, sondern auf ihn, was er für dich getan hat. Wie ist das mit dem ewigen Leben? Wie lange dauert das? Nun, ewig bedeutet ewig, nicht wahr? Also das heißt, es hat kein Ende. Ewiges Leben hat kein Ende. Du wirst für immer im Himmel sein. Was wäre, wenn du nun eine schlimme Sünde begehst? Zum Beispiel einen Diebstahl oder vielleicht sogar noch schlimmer einen Mord begehst. Wenn du gerettet bist, dann würde dir Jesus das ewige Leben trotzdem nicht wieder wegnehmen. Wenn Jesus dir das ewige Leben nämlich wieder wegnehmen würde, dann war es von vornherein nicht ewig. Dann hätte es doch wieder ein Ende und dann hätte Gott gelogen. Aber die Bibel sagt in Titus 1, Vers 2, aufgrund der Hoffnung des ewigen Lebens, dass Gott, der nicht lügen kann, vor ewigen Zeiten verheißen hat. Das heißt, der allmächtige Gott kann nicht lügen. Er kann dir das ewige Leben nicht wieder wegnehmen. Das heißt, wenn du einmal gerettet bist, wenn du einmal auf Jesus Christus vertraut hast, dann bist du für immer gerettet. In Römer 10, Vers 9 steht, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Also du musst in deinem Herzen glauben, dass Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist, dass er für dich am Kreuz bezahlt hat, ja? Und du musst Jesus bekennen, das heißt, du kannst Jesus ganz einfach darum bitten, dass er dir ewiges Leben schenkt. Wenn du also glaubst, dass du ein Sünder bist und dass du die Hölle verdient hast, wenn du glaubst, dass Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, wenn du glaubst, dass das ewige Leben ein Geschenk ist, das du einfach nur im Glauben annehmen musst, wenn du glaubst, dass es ausreicht, zu vertrauen, an Jesus Christus zu glauben, und wenn du glaubst, dass das ewige Leben tatsächlich ewig ist, dass du es nie wieder verlieren kannst, dann lass mich dir helfen, einfach ein Gebet zu formulieren, dass Jesus dir jetzt ewiges Leben schenkt. Lieber Jesus, ich weiß, dass ich ein Sünder bin und dass ich die Hölle verdient habe. Aber ich glaube an dich, dass du für mich gestorben und auferstanden bist. Herr Jesus, ich bitte dich, schenk mir jetzt ewiges Leben und nimm mich in den Himmel auf, wenn ich sterbe. Ich vertraue allein auf dich, Jesus, und nicht auf mich. Amen.